Mein Name ist Thomas Lampertsammer, ich bin Senior Scientist und stellvertretender Leiter des Zentrums für E-Governance an der Donau-Universität Krems. Genau, konkret geht es diesmal ums Projekt Data Market Austria. Und Ziel dieses Projektes ist es, einen digitalen Datenmarkt für den Wirtschaftsraum Österreich zu etablieren. Die Rolle von mir ist die Leitung des Projekts auf Seiten der Donau-Universität sowie die Leitung der technischen Arbeitspakete. Das Ziel des Projektes ist, einen, wie gesagt, Datenmarkt für ein digitales Ökosystem in Österreich zur Verfügung zu stellen, mit allen den dazu benötigten Komponenten, angefangen von der Infrastruktur, den Services, den Daten sowie etwaigen rechtlichen Aspekten, die in diesem Markt von Relevanz sind. Ein Beispiel dazu, vielleicht zu den Stakeholdern, die da drinnen sind. Prinzipiell braucht man natürlich jemanden, der die Daten zur Verfügung stellt. Dann brauchst du jemanden, der dir gegebenenfalls Services zur Verfügung stellt, damit du mit diesen Daten überhaupt arbeiten kannst. Und dann braucht es natürlich die Personen, die Daten und oder Services in diesem Markt konsumieren. Ja, das müssen nicht notwendigerweise die Endverbraucher sein, sondern das könnten auch einfach Firmen sein oder Unternehmen, die aus der Kombination dann für sich ein Produkt, einen Mehrwert generieren und das dann dem Endkunden sozusagen weiterverkaufen. Die Version ist, eben ein nachhaltiges Ökosystem in Österreich zu etablieren, weil sowas gibt es momentan nicht. Es gibt ähnliche Bestrebungen in Deutschland, das wäre zum Beispiel der Industrial Data Space, aber für Österreich gibt es es nicht. Und um es dort als einer der Vorreiter in der Europäischen Union zu platzieren, ist das sozusagen das Leuchtturmprojekt der österreichischen Forschungslandschaft. Ja, da gibt es sogar sehr viele Partner, weil, wie man sich vorstellen kann, das Setting ist sehr komplex. Wir im Speziellen sind zuständig für die rechtlichen Aspekte sowie Teile der technischen Arbeitspakete. Geleitet wird das Ganze von den Research Studio Austrias. Natürlich haben wir auch Wirtschaftspartner mit dabei. Dort sind vielleicht noch mitzunennen die T-Systems oder die T-Mobile. Mehr Infos findet ihr unter www.datamarket.at. Ha 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 ha.